Reisen nach Thailand. Wie ist die aktuelle Situation in Thailand heute am Donnerstag, dem 4. Juni 2020? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus dem wunderschönen und heißen Thailand und wir legen gleich los mit den aktuellen News des Tages. Wir sind heute bei 3.101 positiv getesteten Menschen seit Ausbruch des Coronavirus in Thailand. Das sind 17 Personen mehr als noch gestern, wobei alle 17 Personen sind, auch wie schon in den vergangenen Wochen immer wieder, Thais, die aus dem Ausland zurück nach Thailand geholt wurden. Dann haben wir 2.968 Personen, die das Spital bereits verlassen konnten. Nur noch 75, die in Behandlung sind. Diese Zahl natürlich wieder leicht angestiegen aufgrund der vielen Neuerkrankungen. Also viele, es sind eigentlich nicht viele im Vergleich zum Ausland. Und wir sind nach wie vor bei 58 Todesopfern. Ja, vor ein paar Tagen hat der thailändische Premierminister ja in einem Interview bekannt gegeben, dass er es nicht eilig hat, Touristen wieder ins Land zu lassen. Und es schaut im Moment wirklich so aus, wie ich es ja auch schon in all den Videos, die ich jetzt mache, Updates zur aktuellen Situation, immer wieder gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass nicht vor Oktober oder November Touristen wieder nach Thailand reisen können. Und so schaut wahrscheinlich auch der Plan der Regierung aus. Es gibt aber auch da Stimmen, auch reiche Menschen, die sagen oder wollen, dass die Touristen schon viel früher kommen. Ihr könnt ja auch die Zahlen beobachten. Die Zahlen sind sehr tief und deshalb schreit man auch nach einer raschen Öffnung des Landes für den Tourismus, da es natürlich auch vielen hier wirtschaftlich nicht gut geht. Aber wir sind realistisch. Es schaut nicht so aus, als könnten Touristen vor Oktober nach Thailand reisen. Aber was natürlich jetzt auch durchgesickert ist, beziehungsweise es gab da einen offiziellen Brief, der an die verschiedenen Botschaften und Konsulate gesendet wurde. Und dort werden eigentlich die Botschaften und Konsulate darauf hingewiesen, dass man gewisse Bedingungen erfüllen muss, damit man nach Thailand einreisen kann. Und im Moment, ihr wisst ja auch bereits, ich habe es schon mehrmals gesagt, ab dem 1. Juli wird es wieder internationale Flüge geben nach Thailand. Das bedeutet aber nicht, dass jeder einfach in ein Flugzeug steigen kann und nach Thailand fliegen kann, sondern es sind Leute, die ja, auserwählt sind, ist vielleicht das falsche Wort, aber Leute, die eine Einreisegenehmigung haben. Und wo bekommt man so eine Einreisegenehmigung? Die wird bei der thailändischen Botschaft oder dem thailändischen Konsulat in deinem Herkunftsland ausgestellt. Die Botschaft sowie das Konsulat, die haben Richtlinien, wer in einer ersten Phase so ein Zertifikat oder so eine Einreiseerlaubnis bekommt. Und diejenigen, die diese erfüllen, im Moment sind es alle, die ein Business-Visum haben, eine Arbeitsgenehmigung für Thailand, die dürfen bereits schon einreisen. Es gibt jetzt schon Leute, die sind auf den Rückholflügen, wo eigentlich nur Thais sind, aber es gibt auch dort bereits Ausländer, die offensichtlich die Anforderungen erfüllen und so nach Thailand einreisen können. In diesem Zusammenhang hatte ich auch Rückmeldungen von Personen aus Deutschland und der Schweiz, die sich bei der Botschaft und dem Konsulat gemeldet haben und auch ein Visum für Thailand bereits erhalten haben. Einige, die müssen noch etwas warten, da noch nicht alle Botschaften und Konsulate Visas ausstellen, aber dort wird die Meldung rausgegeben, dass man ab dem 1. Juli wieder nach Thailand reisen kann. Nur eben, wie gesagt, ich bin fest der Überzeugung, dass nur ausgewählte Gruppen einreisen dürfen und es werden im Moment ja auch Visas rausgegeben für Personen, die vielleicht ein Non-Immigrant-Visa möchten, also Rentner, Ü50, aber auch Leute, die verheiratet sind oder heiraten möchten etc. Heißt aber noch lange nicht, dass diese Leute dann auch ab dem 1. Juli einreisen dürfen. Also hier muss man wirklich vorsichtig sein, denn im Moment scheint das nicht der Fall zu sein. Es könnte aber sein, dass vielleicht jetzt in den nächsten Wochen noch ein Entscheid gefällt wird, dass eben auch Leute mit einem Non-Immigrant-Visum einreisen können und dann halt einfach nur alle, die ein Touristenvisum möchten, die halt vielleicht noch nicht nach Thailand reisen dürfen.
Man muss sich aber auch im Klaren sein, dass es eine sehr kostspielige Angelegenheit sein wird. Einerseits benötigt man ein Fit-for-Fly-Zertifikat oder Zeugnis oder Attest, wie man es auch immer nennen möchte, damit man überhaupt das Flugzeug betreten kann. So schaut es im Moment aus. Danach muss man auch in Thailand nach wie vor in Quarantäne. Also alle, die nach Thailand reisen, auch ab dem 1. Juli. Im Moment gibt es da zwar noch keine Änderungen, aber wir gehen davon aus, dass man ab dem 1. Juli, wenn man nach Thailand reisen möchte, nach wie vor, wie auch die Thais, die jetzt aus dem Ausland zurück nach Thailand geholt werden, die müssen alle in Quarantäne. Und die wird etwas Geld kosten, denn man wird da in einem Hotel untergebracht und die Preise sind da irgendwo zwischen 800 bis 1500 Baht pro Nacht. Ja, im Zusammenhang mit der Quarantäne haben wir jetzt auch aktuelle Zahlen und das schaut so aus, dass seit dem 3. April 31.855 Personen in Thailand in Quarantäne genommen wurden. Und 22.470 konnten die Quarantäne wieder verlassen, nach Hause gehen. Nach wie vor sind 9.385 Personen in Quarantäne und 164 Personen von all denen, die reingenommen wurden, sind oder wurden positiv auf das Coronavirus getestet, was dazu geführt hat, dass sie hospitalisiert wurden und eben auch in der Statistik dann erfasst wurden. Im Moment schaut es so aus, als würden hier im Monat ca. 100.000 Menschen auf das Coronavirus getestet. Die Tests werden hochgefahren, aber im Inland gibt es jetzt schon seit einigen Tagen, man kann schon fast sagen seit einer Woche, keine Erkrankungen mehr. Also es sind wirklich nur noch Menschen, die von außerhalb nach Thailand reisen. Da wir ja vor kurzem einen Feiertag hatten in Thailand, konnte man auch beobachten, dass wieder sehr viele Thais unterwegs waren bzw. in Thailand selber gereist sind. Auch in meinem Freundeskreis kamen wieder viele Leute aus Bangkok zu Besuch hier nach Cham und auch die Hotels, die geöffnet haben, die waren wirklich ausgelastet. Es gibt aber natürlich auch Haufen Meldungen, vor allem von Busgesellschaften, die nach wie vor ein Gesundheitszeugnis verlangen für Busreisen, längere Distanzen, auch Richtung Chiang Mai. Und meines Wissens gibt es fast oder keine Quarantäne mehr in Thailand, wenn man provinzübergreifend irgendwo hinfahren möchte. Aber bei den einen Busgesellschaften, vor allem diejenigen, die nach Chiang Mai fahren, dort wird noch ein Medical Certificate verlangt. Ich habe gedacht, es ist nicht mehr nötig, in Chiang Mai in Quarantäne zu gehen, aber die Busgesellschaft fährt diese Region jeden Tag an. Deshalb vertrauen wir oder warten wir jetzt mal, was da noch kommen wird. Ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, ob es in eurer Provinz noch Einreisebeschränkungen gibt oder Quarantäne und natürlich all diejenigen, die in Chiang Mai leben, das würde mich auch sehr interessieren. Ja, aufgrund der aktuellen Situation betreffend Covid-19 kam es ja, und das habe ich auch schon in diversen Videos erwähnt, zu Schließungen. Hotels haben geschlossen, viele Geschäfte mussten schließen bzw. gingen Konkurs etc. Und es hat nicht nur die Kleinen getroffen, sondern auch die Großen. In Cham, der Santorini Wasserpark, der auch sehr bekannt ist, der hat jetzt auch vor kurzem bekannt gegeben, dass er für mindestens ein Jahr nicht mehr öffnen wird. Und das ist eine sehr, sehr lange Zeit, ein Wasserpark, welcher ein Jahr lang geschlossen bleibt. Vielleicht rechnet man auch in den nächsten 12 Monaten nicht wirklich damit, dass so viele Menschen kommen werden, dass es sich auch lohnt, überhaupt noch zu öffnen. Aber eben, das sind einzelne Entscheide, die sich häufen in Thailand. Also wir haben jetzt viele Hotelanlagen, die nach wie vor geschlossen bleiben. Und auch, ihr habt es eben gehört, Wasserparks etc., die zuerst auch noch etwas Bedenkzeit brauchen, bis sie wieder eröffnen werden. Es ist aber gut möglich, und das werdet ihr dann selber auch erleben, vor allem all diejenigen, die nach Thailand als Touristen reisen werden, dass vielleicht das eine oder andere Hotel, das ihr noch gekannt habt oder gemocht habt, nicht mehr vorhanden sein wird. Ja, im April wurde ja das thailändische Wasserfest Songkran abgesagt aufgrund der Coronavirus-Situation. Und man hat ja gesagt, es wird in den Juni verschoben, also man will es nachholen. Und zwar hat man auch den 5. Juni oder 6.7.
auf jeden Fall dieses Wochenende, das kommende Wochenende genannt. Ja, es ist nun soweit, das kommende Wochenende steht vor der Türe, aber der zuständige, was ist Tourismus- und Sportminister, möchte es noch nicht durchführen, es sei noch zu früh und es wird nicht abgesagt, sondern man versucht jetzt ein weiteres Datum zu finden, irgendwann mal, keine Ahnung wann, vielleicht in 2-3 Monaten, vielleicht im Oktober oder November, wenn dann die Touristen wieder kommen können. Aber so wie es ausschaut, wird das thailändische Wasserfest ein weiteres Mal verschoben. Dann noch eine Meldung von der thailändischen Zentralbank. Und die versuchen ja schon seit längerem, den Thai-Baht schwächer zu machen oder abzuschwächen. Offensichtlich gelingt das ja nicht. Und jetzt haben sie auch für heute wieder ein Treffen, ein Meeting, eine Sitzung angekündigt, wo sie weitere Schritte, vor allem auch mit den Wechselstuben, anschauen werden, wie man den Baht abschwächen kann. Ich denke, die wissen im Moment selber nicht, so hört es sich ein bisschen an, wenn man da die Informationen der Zentralbank liest, wie sie den Baht abschwächen sollen und vor allem, warum dass der Thai-Baht so stark ist in einer Situation, wo ja Thailand wirtschaftlich wirklich nicht gerade gut dasteht. Und mal schauen, ob es ihnen gelingt. Ich glaube noch nicht ganz daran, denn sie versuchen es ja jetzt schon seit über einem Jahr. Das Ganze hatte auch schon personelle Konsequenzen bei der thailändischen Zentralbank. Aber wir hoffen natürlich, dass es gelingt. Ja Leute, das war's von heute. Am Samstag einen Livestream hier auf dem Kanal, wo wir wieder zusammen thailändisch lernen, wenn du möchtest. Und am Sonntag wieder einen normalen Livestream, wo du Fragen stellen kannst zum Thema Thailand mit unserer großartigen Myland Thailand Community. Bis dann, bleib gesund, tschüss aus dem wunderschönen Thailand.